Vicen schläft im Moment. Hätte erwartet, dass er trotz Korrektur seinen Weg finden würde nach oben. Hoffe, der wacht auf. Ja, Leute, vergisst nicht, dass wir können uns das so gut reden, wie wir wollen. Wir können uns die ganzen News angucken. Wir können uns anschauen, XRP findet dort Adoption, On-Demand Liquidity hier, Stellar Lumens da, ADA hier, Tron dort, BTT hier und VeChain hat hunderte von Unternehmen jetzt schon, was weiß ich hier, Riesenkonzerne, die mit denen arbeiten. Noch sind wir von der Anwendung her nicht so weit, dass die Marktkapitalisierung der einzelnen Coins so groß ist, dass sie nicht manipulierbar sind. Warum schauen wir uns in der letzten Zeit nur den Preisschart von Bitcoin an? Und ihr wisst, ich kritisiere ja Bitcoin oft genug. Ich sage ja, dass ich der Meinung bin, dass Banken das nicht einfach als Zahlungsmittel annehmen werden, vor allem nicht die großen Länder, weil sie die Macht einfach nicht abgeben werden. Aber warum gucke ich mir nichtsdestotrotz Bitcoin an? Ich könnte mir jetzt auch mit euch den Preisschart der anderen Coins angucken. Weil es einfach keinen Sinn macht. Bitcoin ist der Papa und der gibt den Ton an. Noch. Und solange das so ist, werden sich die Coins nach Bitcoin richten. Sei es VeChain, sei es XRP, sei es irgendwelche anderen auch. Die werden sich noch daran richten. Und wenn Bitcoin hochgeht, ihr werdet es sehen, die Bitcoin-Dominanz lässt ab irgendeinem hohen Punkt nach. Und wenn diese Bitcoin-Dominanz nachlässt, ratet mal, wo das Geld langsam hinfließt. In die Altcoins. Damit die Wale sich nochmal bei den Altcoins noch einen dicken Schub holen, weil sie mit super teuren Bitcoins super günstige Altcoins einkaufen. Da richtig dicke Gewinne mit generieren können, wenn die Altcoins jetzt steigen und sie dann rausgehen aus dem Markt. Und darum, wir müssen realistisch bleiben. Ich könnte hier jetzt sitzen und erzählen einen von oh, meine Favorite Coins und was weiß ich. Realistisch gesehen, Bitcoin sagt uns, wohin die Reise gehen wird. Noch, ich sage noch mit einem dicken Anführungszeichen.